Und da sind wir wieder bei Secret of Mana. Wir sind in der Mana-Festung und sind auf Weg zum nächsten Boss. Wobei wir auch vorher noch nachgucken, ob hier nicht noch irgendwo Gegner sind, die gleich Items von fallen lassen können, wie diese Voodoo-Maske hier zum Beispiel. Die droppt nämlich für uns. Jetzt nichts Falsches sagen. Voodoo-Maske droppt. Die Axt-Orbs. Oder beide. Das heißt, wir müssen zwei Orbs bei diesem Gegner finden. Hoffentlich passiert das auch. Wäre ärgerlich, finde ich. So, dann haben wir erledigt. Weiter geht's. Aua! So. Autsch! Aua! Mein Gott. Kommt doch endlich. Ja, der hat tatsächlich mal was gefallen lassen. Okay, bitte, bitte das Richtige. Bitte, 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 bitte. Axtorb. Drachenmantel. Ja, Drachenmantel ist, Moment mal. Nein. Nein. Leider nicht. Ich glaube, nur der zweitbeste oder sowas. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Kann halt angezogen werden von ihm. Nur von der hier. Ist aber wirklich auch nur mein bestes Item. Das Beste wäre nämlich die Elfen. Weste, genau. Die droppt halt beim Master Ninja. Den haben wir noch gar nicht gesehen. Master Ninja kommt erst noch. Genauso wie wir noch keine Terminatoren gesehen haben, die auch noch was fallen lassen können. Das kommt alles erst noch. Oh, hier sind wir überall schon lang gelaufen, ne? Exakt. So. Oben schon lang? Genau. Und? Wechseln wir mal eben auf die Peitsche. Stimmt. Gehen hier mal rüber. Hier waren wir auch schon. Dann gehen wir jetzt hier lang. So, immerhin mit der Gegner, die was fallen lassen können. Klatscher. Wir wollen jetzt einen Lanzenorb. So. Aber nein. Mal wieder kein. Machen wir erstmal die Qualle kaputt. Jetzt hier die Klatscher. Und ich werde gesaugt. Hat auch nichts fallen lassen. Ach Gott, jetzt vermeint ihr sich wieder. Ah, die hässlichen Garten. Ah ja. Und. Jetzt. Auch nicht. Der Basilisk, total ungefährlich. Also man sieht schon, Square hat sich damals nicht wirklich Mühe gegeben, super viele Gegner einzubauen. Es gibt zwar schon viele für ein SNES-Spiel auf jeden Fall, aber dass dann halt gegen Ende sich die ganzen Gegner einfach wiederholen und einfach nur andere Farben haben, selbst die Boss-Gegner, und hatten da einen Klatsch schon, den haben wir jetzt. Und dann haben wir den nächsten Boss. So. Können wir uns hier bewegen? Ja. Aber nicht wirklich viel. Okay. Ihr seht ja, die Kristalle sind praktisch unten in der Wand. Analysezauber. Wieder ein Schleimbock. Seht ihr? Selbst die Bosse wiederholen sich jetzt schon. Es gibt, glaube ich, keinen einzigen Boss mehr, den wir nicht mehr als zweimal hatten von der Farbe. Einfach nur eine andere Farbgebung mit vielleicht anderen Fähigkeiten, aber im Prinzip waren die Bosse her gleich. So. Heißt denn der Gegner drauf? Habe ich jetzt gar nicht geschaut. Egal. Säureregen Level 7. Auf sich selber gecastet, weil abgeprallt. Modder Pudding. Aber jetzt habe ich nicht gesehen, gegen was der schwach ist. Verdammt. Nocturne, okay, Nocturne, alles klar. Nocturne zaubern.
Modapudding heißt der Gegner also. Sehr gut. Nocturn. Was machen wir denn da? Hadesgranaten? Aurasperre? Oder Höllenaura? Machen wir die Höllenaura mal. Ich glaube, die Höllenaura halbiert immer die Lebenspunkte. Bin aber gerade gar nicht so sicher. Okay, zieht nur einen Punkt ab. Also können wir es gleich sein lassen. Ja. Was super viele Punkte. Aber irgendwie. Aurasperre brauchen wir nicht. Hadesgranaten. Los geht's. Und da haben wir gleich den Mega-Level-Effekt. Aber wie viel da reinprasselt. Mega-Level! Boom! Hatten noch 400 abgezogen. Und wieder Mega-Level. Yay! Regen. So. Eieiei, jetzt lass doch mal da die Poi-Poi in Ruhe. Drecksack. Wird ja gar nicht aufgezaubern. Gibt's ja gar nicht. Boah, ich komme ja zu nichts mehr hier. Na, der macht wirklich Dauerzauber hier. Und die anderen beiden, die gucken nur zu. So. Kann man hier zaubern jetzt, weil wir fallen doch herrlich runter. Oh. Ach, das war jetzt falsch. Egal. Da kommt jetzt kein Nocturn-Zauber. Was ist da los? Okay, aber jetzt. Wieder Mega-Level. Weil ich nämlich nicht Dauercast zaubern kann. Und habe ich mir das Spiel ein bisschen schwieriger gemacht, weil sonst kann ich so zaubern, dass der Gegner eigentlich gar nichts machen kann. Habe ich bei den meisten Bossfights gar nicht benutzt, weil... Warum? Das ist auch so schon relativ einfach eigentlich. La 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 la. Wir kämpfen gegen einen Morder-Pudding, Morder-Pudding. Ja, der Pudding will einfach nicht draufgehen. Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Lobt er jetzt mal? Wird immer größer statt kleiner, wie der andere Gegner, der wird ja immer kleiner. Genau andersrum, der wird immer größer. Dafür macht er auch keine Nahkampfangriffe, der macht ja einfach nur Zauber. Und zwar Säuring. Total langweilig. Guck mal, wie groß er jetzt wird. Fast so groß wie der ganze Bildschirm. Boah. Und nochmal. Ach ja, ein Mega-Level-Zauber nach dem anderen. Gibt's doch gar nicht. Er will einfach nicht sterben. Guck mal, wie groß er jetzt ist. Das ist noch normal. Alter, hinüber. Aber unfassbar groß. Und da explodiert er und wir sehen nichts mehr. Und wenn wir gewendet sind und da explodiert. Ach, da fliegen schon die Staubkörner von ihm rum. Und wir jubeln. Und. Auf weiter geht's. Und weiter geht's, ja. Hoppe erreicht Level 70. Prim erreicht Level 70. Randy erreicht Level 70. So. Eigentlich müssten wir jetzt wieder zurückgehen. Aber wir müssen jetzt einfach aufpassen, dass wir jetzt nicht in den nächsten Bossraum gehen, weil ab da kommen wir nicht mehr zurück. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also, ab jetzt heißt es Gegner farmen, bis wir die besten Ausrüstungsgegenstände haben. Besten Waffen-Orbs. Kann langweilig werden, ich hoffe aber nicht. Erstmal die Gegner, die ganz am Ende sind, farmen.
als man die am Anfang farmen können. Aber wir müssen einfach aufpassen jetzt. Wenn jetzt noch irgendwas schief läuft, haben wir ein Problem. So, das sind die Master Ninjas. Und ihr seht, warum sie Master Ninja heißen. Die hauen nämlich ganz schön rein. 500 noch was abgezogen. Ganz gemeine Typen sind das. Oh, und ihr könnt sogar schießen. Ah, passt. Wo ist er? So. Das müssen wir erstmal heilen. Ab jetzt kommen ja auch die Gegner, die wirklich krass reinhauen. Ne? Also ab jetzt wird das Spiel dann doch wieder böse. Ihr habt gesehen, 500 abgezogen mit einem Schlag. Das wird lustig. So. Deswegen sind die besten Rüstungsteile mit Sicherheit nicht verkehrt, die zu besitzen. Das war auf jeden Fall der Master Ninja, ja? Das ist einer, der Bumerang Orb droppt. Und die beste Rüstung für die Kobolden und Prim. Also Vollpol und Prim. So, du kannst was droppen. Du droppst auch jetzt was für uns. Ich schieße zu viel. Und oben ist ein Nee, das ist ein Terminator da oben. Terminator muss man ein bisschen aufpassen. Der hat eine riesen Reichweite, wenn man nicht aufpasst. Energieschild. Terminator ist erledigt. Ja, das merkt man. So, jetzt ist er kaputt. Und hat nichts gefallen lassen. Schade. Ich glaube, der letzte Raum war mit drei Terminatoren und danach darf man einfach nicht weitergehen. Mal genau hingucken. Ja, da geht's weiter. Passt. Da haben wir einen Werwolf. So, den wollen wir. Der droppt nämlich auch was. Da haben wir schon Glück gehabt, dass wir relativ früh erste Armschiene gefunden haben. Aber jetzt kommt halt einfach gar nichts mehr. Ah, ich dachte, wir hätten nicht Waffen auch zu der Zeit. Naja, kommt vielleicht. So. Auf Prim wechseln, auch an die Peitsche. Und zwar schnell. Dann haben wir wieder einen Werwolf. Wir wechseln wieder auf den Randy. Und hauen auch einen Werwolf ein mit unserem Schwert. So, komm. Stopp, du Werwolf. Ui, das tut weh. Aber die Hunde sind tot. Der Bruder ist noch ein bisschen von mir hin. Und zack. Und. Nein. So, da haben wir einen Dark Ninja, der stirbt sofort. Was sein? Ja, der droppt natürlich was. Der unwichtigste Gegner überhaupt droppt natürlich. Ah, eine Schokolade. Egal. Aber. Naja. Das ist nicht einer aller Tage. Wir hauen uns jetzt einfach mal hier so ein bisschen durch. Passen einfach auf, dass wir nicht den nächsten Boss triggern. Und dann passt das schon. Würde ich jetzt mal behaupten. Und der Motor ist erledigt, weiter geht's. Ah, das ist ein epischer Chaos-Ritter. Und dann ein Terminator. Die irgendwie schwere Erinnerung. Ich glaube echt, ich habe zu viele Rollenspiele dieser Art gespielt. Also Action-Adventures dieser Art, besser gesagt. Aber ich habe die komplett anders in Erinnerung. Will ich denn jetzt nicht mehr? Das ist auch gar kein Problem. Energieschild, okay. Laden wir halt mal ein bisschen auf. Hauen drauf. So, Terminator ist erledigt.
Hat aber nichts für uns. Mann, 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 Mann. Alter, hier ist irgendwas. Hier ist ein Hund. Langweilig. Mit einem Hund. Okay, der ist tot. So. Und dann mal wieder blups, 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 blups. So, machen wir einen Werwolf. Und der Werwolf ist jetzt weg, weil er hier unten gespawnt hat. Ach, ist das ärgerlich. So. Da geht's noch weiter, jawohl. Töten wir die Dark Ninjas. Und da oben ist ein Meister Ninja. Achtung jetzt, der ist gefährlich. Der könnte jetzt Randy killen. Mal aufpassen. So, oh, genau, der hat hier umgehauen. Da lässt aber auch nichts fallen. Mein Gott, sein. Wie geizig! Lass doch mal was fallen! Ich denke, Hoffnung besteht schon, was da ist. Das ist ja scheinbar viel zu viel verlangt. Das Problem an den Waffenorbs ist übrigens, wenn ich jetzt einen Axtwarp finde, ne, dann laufe ich sofort zurück, weil der nächste Axtwarp kann erst droppen, wenn ich den auch draufgespielt habe. Da kann er gar nicht hier kommen. Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. So. Oh. Weiter geht's. Eigentlich so selten sollten die eigentlich auch gar nicht sein. Also. So selten sind die eigentlich nicht. Wenn man die wirklich farmt, dann droppen die eigentlich L. Noch farmen wir sie ja nicht wirklich. Erstmal durchlaufen. Dann zurück, nochmal speichern. Dann fangen wir an, richtig zu farmen. Oder wir gehen jetzt durch bis in den letzten Raum und dann. Na, schauen wir mal. So, der ist kaputt. Auch keine Kiste drin, oder? Okay. So, dann drop du jetzt bitte eine Kiste. Komm schon. Ich weiß, du willst es auch. Und. Lass es fallen! Da. Ja, und was haben wir drin? Bitte, 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 bitte. Ah. Mann, 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 du solltest doch den Bogen auch drin haben. Ein muss ein Stahlpanzer drin sein. Auch kaufen können. Und zwei Werwölfe. Oh, wir droppen low. Aufpassen. Ja, das bringt uns leider gar nichts da drüben, weil wir da ja gar nicht rüberkommen, wenn da was fallen lassen sollte. Alter, wir dürfen jetzt aufpassen, wir dürfen nicht auf den Teleporter oder sowas kommen. Wobei. Ratscher sind down. Was gab aber noch nicht. Aber wir heilen uns jetzt mal nach denen hier. Wir müssen nachher noch sterben. Wäre ja noch ärgerlicher. So. Ja, Level. Zack, weiter geht's. Meister Ninja. Zwei sogar. Aufpassen. Lasst euch nicht treffen. Rein. Beide tot. Keiner eine Kiste. Da gehen wir hier auf den Tempel. Oh, das ist der letzte Raum. Das ist der letzte Raum, meine Damen und Herren. Das müsste der letzte Raum sein, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Drei Terminatoren. Das ist der. Autsch!
Nach dem Raum beenden wir den Part mal. Autsch! Laser Inferno! Och, kommt! Was? Nicht getroffen? Hat immer noch so ein scheiß Schild oben. Arrrr! So, jetzt aber. So, Tod-Tinte. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao, ciao!